Herzlich willkommen von Vom Adventure. Ja, jetzt geht's weiter in der Berglandschaft von Schibbelschams und da fahren wir eine extreme steile Piste hoch mit Schräglage. Also dann viel Spaß beim Schauen und bis später. Ja, wir haben hier unten übernachtet. Jetzt geht's zurück. Jetzt staut euch diese Steigung an. Extrem steil. Aber ich kann ja den Radius ausnutzen. Natürlich unterster Gang, schön gemütlich. Null Problemo. Schon gewaltig, wie das aussieht. Und da unten sind wir ja gekommen. Und da müssen wir jetzt durch, da kommt der Felsen wieder. So, mal von innen, wie der Fahrer guckt. Der Felsen auch noch. Fernis vom Wohnmobil-Camper. So, da könnt ihr mal schauen, wie das hier heißt alles. Und interessant, einfach interessant, da durchzufahren. Wir müssen da rechts rüber. Unter uns ist der Snake Canyon, sind ganz steile Einstände, also die ganze Landschaft. Also diese Mountains sind einfach eine Nummer für sich. Geht's da rüber auf die andere Seite des Snake Canyon. Geht's wieder im Schatten weiter und hinter dieser Kuppe erwartet uns eine steile Steigung und zwar richtig steil. Oh. Krasse Steil, da geht's runter, aber es ist geteert. Ja, freundlich und lassen dich ja alle vorbei. Also wenn man denkt, es wird nicht steiler, dann hat man sich getäuscht, es wird nämlich gleich mal nochmal steiler. Ja, eine der geilsten Straßen forever. Untersetzung, kleinster Gang, Motorbremse. Mag ihn halten, ohne zu bremsen. Aber das war auch schon schlimmer. Ja, das ist geil. Mir gefällt das. Muss das sein, dann muss halt der andere zurück, weil wir doch größer und dicker sind. Was nochmal? Nach dieser spektakulären Fahrt nähern wir uns jetzt hier mal der Talsohle von diesem Adventure Snake Canyon. Und da haben wir gesehen, der Eddie steht auch da, den sehen wir gleich. So, da treffen wir unsere alten Wahiba Sand Freunde, mit denen wir da durchgefahren sind. Mal gucken, von wo die kommen, ob die auch von oben kommen oder das noch vor sich haben. Buongiorno! So, alles gut? Ja? Grüßt euch! Seid ihr von unten gekommen? Ja, ja, ja. Dann habt ihr das noch vor euch? Das da? Ja, das. Aha. Dann da kommt ihr. Da braucht ihr Nerven aus Stahl. Ja. Und einen kurzen Wendekreis. Wo meinst du? Ja, da hoch. Plateau? Also wir sind jetzt von da gekommen. Ah, ihr seid von oben gekommen? Von da. Dann fahren wir jetzt weiter. Ja, ja. Da fahrt ihr weiter. Von unten gekommen. Ja, hallo. Servus. Das da. Ja, das. Ja, die Montoco-Gruppe fährt jetzt das hoch, was wir gefahren sind. Zu viert sind sie unterwegs. Gute Fahrt. So, jetzt geht's für die ins Abenteuer hinein. Pausenplatz für uns hier im Snake Canyon. Sieht ja geil aus, wenn die da oben an der, am Felsen kleben, die großen Fahrzeuge. Ja? Also da oben klettern sie entlang, die anderen Fahrzeuge. Wer sieht, ganz nah am Felsen, da sind wir hergekommen. Wir sind hier im Snake Canyon. Und zack. Hier ist tatsächlich eine Snake, aber eine kleine. Keine Ahnung, ob die beißen und giftig sind. Bin fast reingeklatscht.
zu Fuß unterwegs, ein bisschen in Snake Canyon hinein und hier fließt sogar Wasser. Hat sich eine richtige Rille eingeschnitten. Und so hoch geht's. Also wenn hier Vollgas Wasser fließt, möchte ich nicht drin sein. Hohe Wände. Krass. Arschrutsche gibt's auch. Film ab. Ja. So, wir laufen an, so weit wie es geht. Und hier geht es richtig runter. Da ist Endstation ohne Seil. So, wir sind keine Bergziegen. Wir gehen wieder zurück. Aber es ist gigantisch. Ja, runter ist leicht, aber hoch muss der Hund jetzt auch wieder. Komm, ich, da. Komm da. Alle da muss ich. Komm. Gang rauf. Komm rauf. Die müssen jetzt ihren Weg finden. Ja, fein. Da ist fein. Hauseiler. Ja. So, die Wölfe müssen immer den Weg selber finden. Und sie finden ihn auch. Toll. So, wir fahren da los und da oben kommen Rudi und Martina angefahren mit ihrem Man trifft sich immer wieder. Manche trifft man immer wieder, andere gar nicht. Tja, auch der Oman ist irgendwie klein. So sieht man sich wieder, oder? Habt ihr noch ein Stück vor euch da? Ja, ihr auch. Das glaubst du aber, was da noch kommt. Also ja. Eine, jetzt geht's rüber und dann runter. Und dann bist du fertig. Nee, wir machen einen Round-Zirkel. Links rum erstmal. Wir gehen zum Little Snake Canyon. Little Snake, ja. Man kann da einmal rundherum, dann kommt man da wieder raus. Wir fahren jetzt erst links rum und dahin und dann zum Little Snake Canyon. Ja, wir machen ein bisschen einen Umweg. Da oben. Wir waren heute Nacht waren wir am Ausgang vom Little Snake Canyon. Jetzt geht's für uns wieder aufwärts und wir klettern hier mal den Berg hoch. Das ist das, wo es so schräg war, ne? Mhm. Das ist schräg hier fürs Fahrzeug. Schon krass. Wenn wir weiter links fahren, dann wird's nicht ganz so schräg. René.
So, jetzt sind wir auf dem Pass angekommen, jetzt geht es da steil runter und ich muss euch sagen, für dieses Stück, das war so extrem, das braucht echt Nerven auf Stahl mit diesem Fahrzeug. Four wheels, three, four wheels? Yes, four wheels. Of course. What? Jabal Shams will have it. Shut up. Admin. Hop. Jabal Shams is aber. Come on. Das hier ist gerade easy, das ist gerade nichts gegen das, was sie vorher gehabt haben. Also das war extrem krass. Da durch diese wunderschöne Berglandschaft. Darunter müssen wir. Wir umfahren eigentlich alles, die ganze Bergkette. Ja, wir nehmen fast jede Piste, die es gibt. So, wir sind unten angekommen. Das ist mein Staub. Aber das ist jetzt nicht mehr schlimm gewesen, die Piste. Wir sind jetzt im Wadi Satan. Satan heißt es. Und jetzt fahren wir eigentlich ein Stück in diesem Wadi entlang. Da gibt es einen tiefen Einschnitt im Berg und da fahren wir jetzt durch das Valley Cutting. Ja, das ist mal eine geile Durchfahrt. Mal gucken, ob ich Platz habe. So, das ist die Belohnung, eine der schönsten Durchfahrten für dieses Adrenalin-Bergmonster, das wir da hochgefahren sind. Wahnsinn! Schaut euch das an, ey. Die können klettern, ey. Das ist der Unglaubliche. Ja, das ist ein Kletterkünstler. Und gleich danach genießen wir diesen super schönen Ausblick, ey. So, hier rechts geht's in den Little Snake Canyon. Tja, wollen wir das schnell fahren? Ich sag Gasse, was meinst du? Ja, von der anderen Seite zu fahren, oder? Ja, von dieser Seite mal gucken, wie es da aussieht. Ja, ich fahre mal rein. He. Aber es geht nicht so weit. Mal schauen. Und dann wieder zurück. Ja, wollen wir da zusammen. So, wir erkunden den Little Snake Canyon. Aber gleich nach diesem Bogen ist die Piste dann fertig, dann geht es nicht mehr weiter. Also wir sind nicht die Einzigen, es sind noch andere da. Kein Wunder, es ist Freitag und da vorne ist dann aber fertig. So, wir fahren wieder raus aus dem Little Snake Canyon und zwar auf die andere Seite vom Little Snake Canyon und da fahren wir dann rein und weiter flussabwärts. So, wir sind raus aus dem Satan Canyon und jetzt rechts in ein anderes Canyon, ich weiß nicht wie es heißt. Und jetzt fahren wir eben zum Little Snake Canyon von der anderen Seite. Also diese Wadis haben schon lange kein Wasser mehr gehabt, wie man an der Piste ansehen kann.
Und so geht das kilometerweit ins Wadi hinein. So, wir sind wieder im Little Snake Canyon auf der anderen Seite und fahren jetzt hoffentlich bis zum Ende. So, unser heutiger Schlafplatz als Abschluss dieses doch anstrengenden und aufregenden Fahrtages ist hier im Little Snake Canyon Wadi. Diese speziellen Schichtfelsen sind hier unsere Nachbarn und da oben hängt einer, der fällt bald runter. So, wir fahren jetzt weiter, diesen Rundweg, wieder zurück an den Ausgangspunkt, wo wir die anderen getroffen haben. Wir haben noch übernachtet im Snake Valley und jetzt geht es aber wieder die gleiche Strecke zurück, wieder über diesen hohen Berg hoch, diesmal hoch und ja, schauen wir, wie das geht. So, hier gibt es überall mal Wasserleitungen, die sind natürlich knapp über uns. Mal gucken, dass wir da durchkommen. Also hier hat es nur Wasseroberleitungen, da ist nichts im Boden verlegt und wir müssen da jetzt halt durch. Da vorne ist eine ganz niedrige. Mal überlegen, wie wir da durchkommen. So sieht es hier oben aus, wenn die Wasserleitung an der Kamera hängt. Das muss man per Händisch mal entfernen. Und wir Idioten haben die Abzweigung verpasst und sind jetzt dreimal hier durch die gleiche Stelle. Jedes Mal mit der Kabelsituation. Da haben wir wieder den Snake Canyon. Wir sind jetzt wieder auf dem Berg. Einen Berg hoch und jetzt sind wir dann gleich da bei diesem Punkt von gestern, wo wir die anderen getroffen haben. Und das hier geht easy. Aber wir müssen die gleiche Strecke wieder zurück, dieses steile, wo wir runtergekommen sind auf 2000 Höhenmeter. Diese Stelle sind wir gestern hoch und das war das Extremste, was ich je gefahren bin. Und wir fahren da jetzt nicht hoch, die andere. Aber ja, das ist halt ein bisschen mehr Kilometer. Aber das war schon krass. So, hier war das, wo wir gestern Pause gemacht haben. Jetzt müssen wir da alles wieder hoch. Während dem Hochfahren noch ein bisschen Aufsicht genießen. Das Problem ist, plötzlich kommt wieder eine im Gegenwind. Steigung ungefähr. Jetzt juckelt er. Zwischendurch gedreht. Ja, da war kein Boden mehr da unten. Da war ein Loch. Durchgedreht, wir müssen nochmal anfahren. Die Kameraführung hat leider ein bisschen versagt. So, jetzt geht es hier richtig hoch. Hier. Nochmal so eine Megasteigung. Diesmal mit Differentialsperre, weil vorhin war das ohne. Dann hat er gehupft. Jetzt ist es besser. Oh. Schon Wahnsinn, was der klettern kann. Du. Also das Stück vorher war so extrem, obwohl es betoniert war. Hatte keine Tiefsperre, Dings in meine Räder durchgedreht. Dann hat er angefangen zu hoppeln. Und dann bin ich natürlich von den Pedalen gerutscht, mit der ganzen Kiste hoch und runter ist. Ich musste anhalten, Tiefsperren rein und dann ging's. Aber das war extrem knapp. Also sogar auf dem Teer durchgedreht. Also Beton. So, da kommt unser Fußball, fällt wieder von Audi gesponsert, wie wir gehört haben. Oh, was machen die Hunde während so an einer Juckelfahrt? Die Eila liegt immer irgendwie ganz entspannt. Die macht das alles beziehen. Gegenverkehr haben wir hier. Und die Angie sucht sich ein Bein zum Kopf drauflegen, damit es nicht so wackelt. Muss ihren Kopf nicht halten.
wollte gerade sagen, so sieht Fahrerkonzentration aus. Aber jetzt ist er wieder. Jetzt denn nicht so steil, wäre ja fast ein romantisches Ausflugsstückchen hier. Da geht's hoch. Erstmal wieder voll in der Schräge. Hier geht's ganz steil hoch. Dem ist es ein Kinderspiel. Null Problemo. Ich würde mal sagen, die Hälfte geschafft. Nach, ja, keine Ahnung, gefühlt halbe Stunde oder Stunde sogar. Und da müssen wir jetzt noch hoch. So klein im Vergleich zu diesen Felswänden hier über uns. Wir sind wieder raus aus dieser schattigen Strecke an der Wall of Shadow und fahren jetzt hier in der Sonne. Aber steil hoch geht's trotzdem. Immer noch. Kommt wieder ein steiles Stück. Aber gut, ich muss aber die Speeren rein tun. Kurven ist ein bisschen eklig. Wegen Radausgleich, aber es geht nicht anders. Auch die Hunde nicht mehr. Die müssen jetzt auch gucken, was denn hier so unruhig ist. So schaut es hier aus hier innen. Gott!
diesen gigantischen Ausblick zeige ich euch jetzt mal mit diesem Hütchen, den sie da hingestellt haben. Es geht super runter ins Tal. Wir haben es geschafft, einmal hoch, einmal runter. War jetzt nicht so schlimm wie diese Passage, die ich da mal nannte. Jetzt wieder Teer unter den Füßen. Ja, wir sind oben wieder angelangt, von hier oben einen mal kurz die Luft anhalten und einen tollen Ausblick auf das Djebel-Schams-Gebirge genießen. Ich kann da nur sagen, ja, was für ein Panorama haben wir hier im Oman. So sieht das aus, wenn mehrere Overlander-Fahrzeuge hier die Aussicht genießen. So, das war es wieder vom Meer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und wie immer Daumen hoch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.